Was haben wir erreicht? Sometimes things happen beyond your control, as if they have a life of their own. Choices you make, what appears to be right, seems you just have no say. As if you're a witness to your own mistakes, it's easy to play along. After you see what the choices came to be, like a storm that's passed on. Oh, the brain down the drain. Oh, the fuse, the abuse. Oh, please, storm-felled trees. Oh, the fight over who's right. Und wie beginnt unsere Rust-Story nun? Nun ja, wie jede gute Rust-Story. Nackt. Am Strand. Und damit auch ein Hallo von mir. Der Stimme aus dem Hintergrund. Schön, euch endlich wieder hier zu haben und euch was Neues zeigen zu können. Wunderbar, wir haben einen neuen Rust-Movie. Aber alles Step by Step. Ich ging also Duo. Du mit Chris. Er war im Übrigen auch im letzten Video dabei. Wir spielten diesmal einen Monday Wipe. Ich spiele ja Monday Wipes relativ selten, denn durch die Arbeit ist einfach so wenig Zeit für Rust, dass es sich fast nicht lohnt, auf so einen Wipe zu gehen. Aber gut, ich wollte es einfach mal probieren. Und wie es sich am Ende herausstellen sollte, war es genau die richtige Entscheidung. Ich jointe also schon mal voraus. Chris brauchte noch etwas. Und wie soll ich sagen? Es war ein guter Start. Hier kann ich hier durchschießen. Thank you.
Wie konnte ich das joken? No way! Nach diesem also überaus guten Start passiert erstmal lange nichts. Chris hat etwas mehr Glück. Der Server war bereits ein paar Stunden alt und er konnte sich über den Drone-Shop gleich eine Tier 2 safen. So wie einen Python. Danach musste er allerdings auf. Er setzte mir noch eine Starte hin, legte mir ein Bag und ging. Jetzt war ich erstmal alleine. Und es ging darum, Scrap zu farmen. Das will ich allerdings größtenteils überspringen. Denn ihr habt mich schon 100-mal Barrels klopfen sehen. Es passierte dabei nichts wirklich Großartiges. Hier und da gab es ein paar Fights, aber nichts wirklich Interessantes oder Entscheidendes oder Spannendes. Deswegen skippen wir den Part bis zu dem Teil, wo Chris wieder dazukommt. Und er sich erstmal aufmachte, um uns noch eine Sar und eine Tommy zu besorgen. Denn die gab es jetzt auch im Shop. So equipped wollten wir dann auch direkt unseren ersten Recycle-Run machen. Aber bevor wir damit reinstarten, zeige ich euch erstmal noch, wo wir gebaut haben. Diesmal gingen wir an Launchside. Einfach, weil nach dem Bradley-Update dieser viel mehr getaked wird und durch die Bots auch viel lukrativer ist. Noch dazu kam es, dass wir keine Prints hatten und daher sehr, sehr viel Scrap brauchten. Auch das findet man auf Launch reichlich. Des Weiteren hatten wir neben uns noch einen Supermarkt. Und Water war auch nicht so weit weg. Wir waren ziemlich zentriert auf der Karte. Das sollte später dann noch zu unserem großen Vorteil werden. Aber Step by Step. Weiter geht's. Zwei Nakeds, beide dead. Magst du kurz checken? Cycler läuft. Da oben ist noch ein Bowguy auf 160. Habe ihn nicht getroffen. Der hat hier Joker gehabt oder. Nein, noch eine DB. Ah, da liegt der. Und da liegt der andere. Was hat der? Andere Alex. Er ist hier irgendwo unten. Ich sehe nicht. Er ist tot. Der ist so low. Spiel andere Seite von der Straße. Ich muss healen. Oh, voll gegeert. Ich muss healen. Bleibst du bei mir? Ah ja. Ja. Ich habe ihn nicht gesehen. Ah, er läuft nach links, aber. Hessi. Warte, ich muss nochmal healen. Ah, ich seh sie. Zwei jetzt, Headshot. Sah von rechts? Ja. Hat nochmal Double Hit? Müsste dann dead sein. Weiß nicht, ich hatte rechts einen mit einer Saar. Ja, liegt. Ist dead. Saar. Oh, das bist du! Hier ist einer! Fuck, sorry, das war ich. Mein Gott, durch den Zaun hat's nicht angezeigt. Ja, bei mir auch. Ich wollte aufstehen, aber. Hä? Hier, nimm das und das. Die werden wieder abfucken. Wir müssen jetzt mal. Oh, fuck, ist. Bin ich wieder. Wo ist unser Recycler? Hast du den? Nein. Oh, irgendjemand angestealt. Boah, ist das räudig. Auf dem Stein oben? Ja, wir müssen gehen. Er hittet mich halt. Wir müssen gehen. Ja, mit erstmal healen. Einer dead. Hit. Ja, lass gehen, ich fight keine Bowguys, wenn der Heli kommt. Ist das eine räudige Scheiße? Wir müssen gehen, der. Ah, okay, der Heli geht woanders hin. Er ist tot. Oh, das ärgert mich jetzt schon ein bisschen. Ja. Das war echt viel Stuff. Hast du ein bisschen Scrap? Ich hab 36. Ich hab gar kein Scrap. Oh, irgendwann hat's gestealt. Scrap oder so hat. Ey, das waren bestimmt 400, 500 Scrap, ne? Aber wer hat die da weggeholt? Irgendjemand muss es gestealt haben. Bro, ich war die ganze Zeit da an dem Recycler, dann kam dieser blaue Hessi. So, den blauen Hessi ja, hab ich Stein. Nee, während wir beim Steinhunde-Pro waren, weißt du? Ja. Kann natürlich sein, ja. Da
Nachdem uns also dieser Recycler geklaut wurde, ging es wieder zurück ans Scrap Farm, denn uns fehlten noch einige wichtige Prints. Wir hatten zwar schon Garage Doors, Pistol Bullets und Mats, aber uns fehlte noch 5-5 und dafür waren wir am Scrap Farmen. Doch auch hier sollten wir etwas unterbrochen werden. Warte, jemand macht Bradley, wir drehen um. Sofort. Also es waren auf jeden Fall HV-Rockets. Also kein normaler. Ja, aber meinst du, das kam so von da? Hm? Meinst du, das kam von da, von Launch? Ja. Ja, ja, ja. Momentan ist noch gut, weil wenn sie noch dran sind, ihn zu machen, weißt du, hast die besten Karten zum Countern. Mhm. Aber der ist jetzt eh viel härter geworden zu machen. MP5. Ah, da hinten sind sie an der Wall rechts. Lass unten rum durch den Graben gehen. Ja. Nach der anderen Seite hoch und ihn dann in den Rücken schießen. Weil links steht Bradley am Zoll. Naja, er steht am Zoll. Er steht am Zoll mit Hessi. Hast du ihn gesehen? Nein. Er steht am Zoll, an dem kleinen Glashäuschen. Da machen sie ihn oft. Aber pass auf, ich krieg ihn. Wenn er nicht aufpasst. Er hat mich gesehen. Pass auf, er hat uns gesehen. Aber nett. Nee, jetzt kommen die Scientists, die werden ihn so pushen. Geh in Deckung. Ich hab hier hinten ein Sarkid Dead. Ich gebe Sar. Ja. Hab ihn Headshot? Oder ich bin Headshot? Nein, er ist Headshot. Ich gehe ein bisschen weg, du hast recht. Bait ihn mal nochmal, dass er rausgeht. Dann krieg ich ihn, glaube ich. Nee, die ganzen Hessis sind da, Bro. Ich kann nicht schießen. Die sind hier draußen, da vom Dach. Boah, jetzt kommt ein Pfeifen, Digga. In meinem Rücken. Okay, hier drin ist auch noch ein anderer Spieler. Die ganzen Bots sind da. Oh, fuck. Das ist ein M2-Bot. Push ihn, also Mini-Gatling-Bot. Ich bin jetzt im Building. Ich hab dich gesehen, du bist die Tür gerade reingegangen. Ja, weil weiter innen ist ein Pfeifen. Aha. Noch Pfeifen dead. Wer zählt die? Ich bräuchte eine Granate, Mann. Ja, jetzt hat er doch die beste Möglichkeit, ihn zu taken da drin, ne? Ja, er macht's mit Absicht nicht. Er weiß ganz genau, dass sonst wir, weißt du, ein Play machen können. Bradley schützt ihn gerade. Ich bin dead. Zu Bradley. Halt's Maul. Wie konnte er mich da peeken? Ich komm von Base, okay? Warte. Ich probier was. Er weiß nichts von mir, ne? Bin gleich dead. Von hinten aber diesmal, ne? Ja. Ist sie dead? Noch eine extra Saar? Hinter mir kommt auch nochmal eine Saar. Kommst du klar? Ja, ich bin weggelaufen. Ah, er wollte sich looten. Ja, du stehst ziemlich offen, pass auf. Headshot dead. Pass auf, der andere piekt. Ist sie? Fuck. Ich will ihn halt nicht direkt fighten. Er ist da drin. Ich hab's da extra. Hab ihn wieder Head. Hab ihn wieder Headshot. Ist es invalid oder was? Ich bin One-Shot. Er muss so low sein. So, mit Spritzen zwei. Oder? Da kommt noch ein Hessi von hinten. Head. Hab ihn, hab den im Häuschen. Ja, 50 kommt noch einer, ein Hessi. Hab den Hessi. So, der ist dead, weg da. Wo sind eigentlich die ganzen Bots hin? Ich take it, Bradley. Einen hab ich noch. Down. Ey, Digga, eigentlich musste ich depoten, ne?
Ich bin so anders voll. Warte, ich drop da drin was. Ich drop da drin was. Ich drop hier Lounge und 50 Hessis, noch Saar. Hab ich noch. Ich spiele MP5. Bitte findet das jetzt keiner. Ja, hier sneakt einer. Da wo ich den anderen Hessi, der geht auf die Innenseite. Hab ihn gerade noch gesehen. Der ist gerade nach innen rein. Die Bot schießen auf ihn. Was? Da kommen noch mehr. Auf dich, oder was? Ja, ja, auf mich. Wir müssen die Bots halt killen, aber ohne Waffenlicht ist das scheiße. Ja, aber die Bots halten jetzt auch gerade die Crate, das ist ganz gut. Weißt du, keiner kann zu den Crates, ohne die Bots zu killen. Die laufen an der Wall dran. Weißt du? Dead. Ich habe einen Dead. Der was auf dich geschossen hat. Komm von Base. Was waren zwei? Was noch ein zweiter? Einer dead? Ich hab wieder einen dead, aber das noch ein zweiter. Er ist irgendwo zwischen uns. Ja. Wieder ein dead? Oh mein Gott, Digga, der ist ja auch wieder so loaded. Die Bots sind noch da, ich hoffe, die klären das. Ich muss nochmal Loot stashen. Irgendwo. Ich habe wieder 4 SARs oder so. Ja, ich schmeiß mal hier hin. Alles gut. Wichtig ist, dass du den anderen Loot heimbringst, dann ist das erstmal safe. Ich habe 3 SARs, 2 Tommies. Oh mein Gott, ich bin absolut von der P2 One-Shot. Ich werde sterben. Was ist das für eine P2? Er hat mir Headshot P2 gegeben, Mann. Ich habe Metal Mask auf. Mist mal endlich den Bradley. Ich weiß ja, ob jemand den schon gelootet hat. Es kann auch sein, dass uns jemand den Bradley loot geklaut hat. Ja, das kann ich dir nicht garantieren. Kann ich dir echt nicht garantieren. Ja, egal. Ich glaube, ich hab's jetzt alle dort. Oh mein Gott. Crates sind noch da. Oh, M2. I'm out. Baby, I'm out. Kannst du die Bots hier noch looten, wenn du kommst? Ja. Ich komm, spritzen. Hier. Hinter dir! It's dead. Wow. Hast du alles? Ich hau ab, Mann. Ich hab M2. Ich gehe einfach, okay? Okay. Was für ein Profit Bradley Counter. Nicht nur, dass wir uns an Kids absolut bereichert haben, sondern wir konnten uns auch unsere erste HV sowie den Rocket Launcher save. Ein mega Gewinn. Gerade für zukünftige eigene Bradley Takes. Ich und Chris machten uns dann auch nochmal auf, um die Reste zu looten. Denn alles konnten wir noch nicht einpacken. Denn dort sollte noch einiges sein. Aber anstatt Loot fanden wir eine ganz spezielle Person. Spieler? Wo? Oh mein Gott, das war's. Hinter uns auch, hinter uns auch, hinter uns auch. Ich habe ihn gesehen, da hinten auf 60. Ist er gelaufen? Ja, er ist innen drin, er ist innen drin. Er läuft Richtung, Ding, Richtung Panzer. Ist er am Panzer? Nee, hinter diesem Glasding, wo der drin war. Glaube ich, er ist tot. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Ja, er ist dead, ich sehe ihn liegen.
Kannst du mich picken? Achso, du liegst. MP5. Ey, wir haben die ja anders zerlegt. Warte, ich muss noch kurz den Bow-Guy checken. Nicht, dass der hier gerade recyceln kommen wollte, weißt du? Oh, wollte er. Zack. Ein Spieler, aber noch... Ah, fuck, ich dachte, ich hätte Burst drin. Das ist an der Wall rechts. Oh, so. Hat ihn gekillt. Lass gehen. Ja, ich leg nur schnell ab und geh gleich wieder los. Ja. Ich leg auch ab. Ach du Scheiße. Pulli. Ah, du hast nur so einen Pulli, ja gut. Kein Unterschied. Ich glaube, ich bleib bei MP5. Die haben bis jetzt ganz gut Glück gebracht. Aha. Ah, gegenüber. Lederkit. Ist wieder am Zoll. Ich glaube, es sind sogar zwei diesmal. Na, er ist innen am Panzer. Er ist gerade am Panzer vorbeigehuscht. Ich habe ihn gesehen. Ich glaube sogar, er ist hinterm Panzer. Da ist er. Das ist die Sau. Ich muss reloaden. Er ist hinterm Panzer. Diesmal ist er aber weg. Bin. Ja, da ist er. Oh, Upgrade. Yes, weißt du, er ist Mr. Schwitzer, weißt du? Ich denke, er ist der Chat-Held, weißt du? Ja, komm, fickt alle. Ich denke, der hat gerade seine ganzen Kids verschlossen. Alter, war deine so mit vollem... Nein, war es nicht. Seine war eine frisch gecraftete Sau. Stark. Hinter uns. Oben im Busch, der muss nicht wissen, wo wir waren. Hat es? Er muss tot sein, er hat so viele Hits von mir bekommen. Er liegt. Wie das sah. Und Jackhammer. Ich glaube, der war random hier. Bis jetzt ist geiler PvP. Aber ja, gut, es ist immer geil, wenn man gewinnt. Ja, ich meine, komm in die Stahl, guck dir mal die Kiste an und so. Ja, ja, ich schwör, Mann. Jetzt standen aber mal wieder die Basics an. Unsere Base war ein kleiner Verschlag. Auf jeden Fall nicht sicher. Das wollten wir ändern. Mit Upgrades und Ausbauten. Aber dafür benötigten wir Farm. Um diesen Farm schneller brennen zu können, benutzt man heutzutage Electric Furnaces. Allerdings fehlte uns dazu noch etwas Scrap. Den wollten wir jetzt erneut an den Supermarkt besorgen. Ein Flashlight, auf jeden Fall noch. Ja, safe. Spieler? Bin dead. Ja, alles gut. Komm zu mir gekrochen. Dead. Er kommt. Hab ihn wieder. Oh, noch eine Pitu. Aua. Bin sofort da. Ich bin Super One. Er kam mit MP5. Hast du ihn? Nein. Also der zwei, den MP5-Typen habe ich, aber er wird ihn jetzt looten. Also es werden wieder zwei sein. Ja, er lootet gerade. Einer, glaube ich, noch. Jetzt habe ich wieder den Recycler alleine. Ich kann dir eine Waffe geben. Ey, wie viel lebt der? Er kommt, er läuft da, er geht looten. Hit? Ich glaube, ich habe sehr viele Invalid Bullets. Irgendwo da ist noch ein Roadsend-Kit. Das war hier. Ich glaube, er ist weggekommen im Roadsend. Aber du hast die MP5, oder was? Ja, bist du auf der Seite? Ich bin hier, ich hab hier oben. Ja, da sneakt doch schon wieder einer rum, oder? Ja, da ist schon wieder einer am Recycler, oder? Ja, er ist wieder weg. Er ist nach hinten gelaufen, in deine Richtung. Da läuft er. Ich glaube, ich habe ihn. Ich habe ihn nicht, sehe nicht. Der war's. Glaube ich. Bin ich sicher, schaut nicht gut aus. Nein. Ach komm! Wer sneakt hier mit dem Recycler? Ach komm. Digga, das nervt.
Und es ist wieder passiert. Schon wieder wurde unser Recycler geklaut. Gott sei Dank reichte wenigstens noch das bisschen Scrap, das ich retten konnte für die Electric Furnaces. Jetzt ging es darum, diese zu befüllen. Allerdings zeigte uns langsam der Server seine Schattenseite. Oh, oh, ich mache Silence, aber anders. Ah, er pusht. Hä, wie kann er mich da... Er pusht, er schießt unten, ich meine, er pusht. Denn Farmrun auf Farmrun brachten wir nichts nach Hause. Komm, ihr Spieler. AK? Dead. Wir starben auf dümmste Weise. Wir kamen nicht dazu, etwas wieder am Farmen, Mann. Jetzt kam ein weiteres großes Problem. Die Zeit. Wie ich bereits erwähnt habe, war es ein Monday Wipe. Das heißt, wir mussten beide am nächsten Tag aufstehen. Früh aufstehen. Demzufolge mussten wir leider mit dem arbeiten, was wir hatten. Wir verschlossen unsere Türen, lockten uns aus und beteten, nicht geoffline zu werden. Day 2! Und we are not raided. Also ging es erstmal daran, Gas zu geben. Chris war schon etwas früher da und farmte sich den Arsch ab. Somit konnte ich endlich die nötigen Upgrades sowie Munition, Spritzen und Waffen craften. Es dauerte aber auch nicht lange, als wieder jemand versuchte, Bradley zu taken. Wie viel Rockets hat er geschossen? Eine fehlt, glaube ich, noch. Aber er ist noch da, weil es wird geschossen. Ich würde gerne wissen, von wo er ihn macht. Ah, auf andere Halle. Kleine Halle. Da lädt was nicht rein. Er ist auf der kleinen Halle oben. Essi. Die Halle hier zu kommen. Da haben wir guten... sagt es. Habt den am Silo? Gegenüber ist noch einer auf Recycler Building. Der andere muss matten. Geh nach hinten, geh nach hinten. Deswegen musst du ihm zuvorkommen. Ich bin dead. Komm nochmal. Ein anderes Headshot. Hä? Ich hab den gegenüber. Er ist dead. Fuck. Hab ihn dead. Den unter mir. Ich bin Headshot. Aua, tat richtig weh. Die pushen mich, die sind auf. Geh auf Silo. Du kriegst sie gleich von da oben, so mies. Ich seh sie. Ja, Feuer. Das ist jetzt natürlich Worst Case, Digga. Ich bin 1 HP, Digga. Er pusht mich jetzt. Ja, ich bin dead. Was willst du machen? Ah, nee, auf dem grünen, oder? Green Room. Noch Hit. Mach weiter. Er ist übelst abgelenkt. Schieß mal ein bisschen, schieß. Jetzt. Schieß drauf einfach. Schieß. Ich bin dead. Ich hab's verkackt. Anders verkackt. Ja, er ist wahrscheinlich reingegangen. Der ist so one. Kannst du halten? Ich bin one shot. Ich glaube, die haben ihn jetzt gekillt innen. Im Green Room. Dead. Noch einer, es waren zwei, pass auf. Ja, er ist noch drin, einer. Ja, dann piekt er. Ich glaube, er ist dead. Nein, ist noch einer. Im Green Room? Ja, oben drin. Ich schon, er hält. Ja, du musst nur die andere Seite halten. Hab ich einen Headshot.
Hat zwei Hits. Haben einen anderen. Ja, da drin ist der ganze Loot. Geh mal ein bisschen näher ran, okay? Ich habe eine Idee. Mhm. Ah, ich sehe schon auf deinem Rücken. Ich sehe die Tür schon nicht mehr. Ist, warte, halt durch. Du hast die Tür noch ein bisschen, oder? Nicht mehr, nein. Oh nein, da kommt sein Mate. Ich habe MP5. Ist tot, der andere. Das hat er niemals überlebt. Hab ihn. Dead. Dann push ein anderer rein. Ich sehe nicht. Rückseite vom Gebäude. Oh, Granat. Grenades. Er ist drin jetzt. Er ist drin. Hat Hit. Der andere steht wieder. Hinter mir Silencer. Dead. Die campen das da drin so raus. Ja, Digga. Wie kann man so räudig spielen? Nee, jetzt gerade kriege ich richtig schlechte Laune. Wirklich, Chris. Das kann doch nicht sein, Mann. Wir machen so viele Kills und kriegen nichts. Wir verlieren noch alles. Er ist noch drin. Einer auf jeden Fall mit Roadster. Runter bei mir. Bei dir? Bei Kriegschen? Dead. Wichtig. Was hatte der? Roadster Kit. Vielleicht war das der. Mit Night Vision. Ja, die haben alles gelootet und sind durchgezogen. 100 Pro. Ja, ist alles weg. Obwohl, warte mal. Ein bisschen was kriege ich noch. Hier oben, die Bodies sind voll, Digga. Hier ist Steps bei mir, bist du das? Nein. Wow! Ich ditch nach Hause. Also keine Ahnung, ob es Plus oder Minus war. Wahrscheinlich eher eine Nullnummer. Ja, ich gehe nochmal hin, ich weiß, wo noch ein bisschen was liegt. Mhm. Von Leuten, die ich gekillt hatte. Ich finde es halt frech, weil wir hätten halt aus diesem Fight so viel mehr verdient. Wer... Hält sie dead? Jetzt sitzt er drin mit Pam. Pass auf mit Spaß. Mhm. Er hat doch hier gerade geschossen. Ah, da. Einer voll dead, aber ich bin super low. Bandagen. Ja, ich habe auch nur noch eine Bandy gehabt. Bradley fickt was? Vom Silo. Ich glaube, er hat ihn getötet. Bradley, wenn du ihn getötet hast, big play. Du willst noch den anderen oder dipp ich? Ja. Mir egal, wir brauchen Spieler schon da, Spieler schon da. Wo? Bei mir, warte, ich versuche ihn zu holen. So, ich sehe ihn. Dead? Perfekt. Looten und weg hier. Endgültig. Warte, bleib bei mir. Ich weiß, wo noch mehr liegt. Dann würde ich dir noch schnell was in die Hand drücken. Ich nehme das mit. Die schießen ja auch immer ins Kreuz, oder? Ja. Das ist der, wo mich geholt hat eben auch. Aber von welcher Richtung kommen die, wenn die dir ins Kreuz schießt? Kannst du es ungefähr deuten? Ja. Und zwar in Richtung Türseite, weißt du? Da ist doch direkt die Straße, wo der drin gecampt hat, die zwei. Mhm. Da ist doch direkt die Straße. Und da. Weil ich vermute auch, dass die da unten irgendwo wohnen. Ich glaube, ich weiß sogar, welche Base. Er war schon wieder da. Er ist tot. Noch ein ist da. Vielen Dank dafür. Das tut jetzt nicht so weh.
Ja, doch, wir haben nicht mehr die Welt. So, weißt du, es ist jetzt nicht so, als wären wir krank loaded. Mir tut schon jedes Kid weh. Das muss ich schon echt zugeben. Aber wir müssen daheim mal eine Bestandsaufnahme machen. Und ich glaube, uns geht nämlich auch wieder der Farm aus. Ich denke, chillt er in der Halle. Oben drauf. Lebt er noch? Oh, er lebt noch. Ich glaube, er ist tot. Ja, deswegen. Rotzeugen. Oh mein Gott, er ist loaded, der Dude. Komplett loaded? Der Backpack, Mann. Also, wir gehen nach Hause sofort. Okay. Ist schon bei dir in der Halle drin? Wegen Bradley? Oh, da hinten. Einer ist am Ditchen. Einer ist am Ditchen. Lass raus, da in den Wald, wo wir herkamen. Ja? Das hat er nicht überlebt, hab ihn. AK. Nein. Doch. Geh sofort. Fuck. Geh, der wird irgendwo hier wohnen. Ich weiß nicht, wo er die gelootet hat, aber er hat sie. Ich glaube, er hat einen Heavy-Bot gelootet, den kein Mensch gelootet hat. Okay. Jetzt ist wirklich ganz schön viel passiert. Deswegen werde ich den bisherigen Vibe jetzt mal kurz für euch zusammenfassen. Wir jointen also auf einem Monday-Server. Ich spiele Monday-Server eigentlich nicht, wegen der Arbeit. Nachdem der erste gute Play auch gleich wieder kaputt war, musste Chris mit seinen Einkäufen den Vibe retten. Wir bauten eine Starterbase und kurz darauf wurde Bradley getaggt. Wir counterten es erfolgreich und hatten schon früh im Vibe einen Rocket Launcher sowie AV-Rockets. Leider lief das Farmen an dem Tag dann nicht mehr so gut. Und Supermarket eignete sich nicht zum Recyceln. Day 2. Wir kamen also online, Chris hat schon etwas gefarmt und wir hörten erneut einen Bradley-Take. Wir gingen rüber, klärten die Situation, aber wurden von den restlichen Countern überrannt. Bei unserem zweiten Anlauf gelang es uns allerdings noch einige Gearsets zu safen. Als wir dann ein drittes Mal looten gehen wollten, bekamen wir sogar noch eine AK. Quasi for free. Somit war das Ganze dann doch kein Komplettverlust. Und Bradley wurde im Übrigen nicht mal fertig getaked. Allerdings ist uns schon in den ersten zwei Tagen Einnahme immer wieder aufgefallen. Jedes Mal, wenn wir Bradley countern, taucht er auf. RM. Eigentlich ist es ein Duo. Der zweite Name taucht nur nicht in der Story auf, da ich ihn bis jetzt kein einziges Mal gelootet habe. Aber gefightet. Bis jetzt waren sie nicht wirklich eine Gefahr. Das sollte sich aber im Laufe des Vibes sehr, sehr schnell ändern. Also behalte diesen Namen auf jeden Fall im Kopf. Nach diesen ganzen Aktionen ging Chris etwas AFK, aber ich hörte wieder Shots bei Lounge und wollte mal auschecken, ob es doch noch was zu holen gibt.
meines Profit. Die AK wäre mehr Profit gewesen. Jetzt wurde es erstmal ruhig. Ich machte mich noch etwas an den Base-Ausbau und danach kam Chris wieder. Zusammen wollten wir uns nochmal an Comms und vor allem an Fuel machen. Dazu besuchten wir wie immer unser geliebtes Lounge. Hast du recycelt oder was? Nee, ich bin noch nicht recycelt. Ich geh jetzt hier doch durch. Mhm. Ist gerade auf Wiese gelaufen? Nein. Hab ihn. Outside. Kannst du ihn looten? Da ist noch einer. 3 Hits. Ja. Er läuft weiter weg, er läuft weiter weg. Loot den Outside, ich glaube, der hat ein verdammt gutes Kit an. Wo genau? Hab den anderen. Alles gut. Oh mein Gott, meiner ist anders loaded. Oh mein Gott. Bro, hier ist aber nur der Rucksack, ja? Er muss da irgendwo liegen. Oh mein Gott. Digga, ich kann das gar nicht looten. Hast du? Ravi. Der muss da irgendwo liegen. Ich komm gleich nochmal. Ich schmeiß nur schnell in die Dropkisten. Hier, an dem Bein. Hier lag alles. Hier. Hier lag ein Bag und hier lag eine Semi. Okay, ja, dann ist er irgendwo hingekrochen. Hier habe ich auch alles schon durchgeschaut. Da ist einer. Ich habe noch 2 jetzt verteilt, bin dead. Lebst du noch? AK. Nee. AK, dead. Okay, da gehe ich aber safe noch rein. Hier, wo ich stehe. Die kam hier aus diesem Busch raus, Mann. Da kommt sie wieder. Ist dead. Einer, dead. Hört sein Kit. Aber es war nicht die Ecke. Da ist die Ecke. Siehst du nicht? Die ist irgendwo 30 von mir. Sie hält voll auf mich ein. Ich sehe sie auch nicht. Irgendwo da in den Büschen. Der läuft nach rechts Richtung Body. Chris, die müsst fast neben dir stehen. Er pusht mich. Ich sehe nicht. Und da waren sie wieder. RM und Totor. Nur diesmal mit wesentlich besseren Kits als noch zuletzt. Das verwirrte uns etwas. Jetzt wurde es mal Zeit, langsam zu erfahren, wo sie denn wohnten. Und der Weg, den sie jedes Mal nahmen, um uns auf Lounge zu countern, oder wenn man den Weg von dem jetzigen Fight nimmt, trifft man auf eine Base. Eine gar nicht so große. Und vielleicht zukünftig raidbar. Aber den Gedanken mussten wir nun erstmal beiseite schieben. Es fehlten uns nämlich noch einige Prints. Wir hatten zwar einen Rocket Launcher, aber weder Explosives noch sonst irgendeine Art sich zu raiden. Des Weiteren wurden wir auch schnell wieder abgelenkt, denn wir hörten erneut einen Bradley-Take. Die Bots sind gespawnt. AK, absolut one am Roof. Einer ist auf den Silos. Mhm. Den kann ich vielleicht schon hinten holen. Ich glaube, ich habe die AK dead. Von der Seite bin ich dead. Komm noch welch. Silo One-Shot. Genau von da, wo ich kam. Kam nochmal ein Team. Silo ist Headshot. Ich glaube, ich habe sogar Silo dead. Check Combat Lock. Ja, Silo's dead.
nur noch die gegenüber. Ah, ich bin double dead. Ja, okay, das ist halt wieder diese Ping-Geschichte. Ich habe wirklich nur eine Sekunde rausgepiekt. Das nervt. Einer dead. Ich glaube, er ist tot, hab beide. Soll ich naked kommen? Ja, wär gut. Also, was heißt naked? Irgendwas musst du anziehen. Ich schmeiß das schnell rein. Die Ecke steht eh wieder. RIP. Die machen gerade die. Na, Tommy gegen Ecke? Pass auf, wenn ich erst am Silo oben. Und einer ist auf der Halle. Wir müssen es tryen, wieder in die eine Halle zu kommen. Die erste. Außer du willst Silo bearbeiten, das kannst du natürlich auch tun, aber da ist oben eine Ecke. Gekittet. Der schluckt ohne Ende. Auf dem Silo? Ja, war gerade. Ich weiß nicht, ob noch, aber ist gerade eben. Ich bin wieder in meiner Halle drin. Ja, bei mir, Hessi. Bist du liegen? Bin mir nicht 100% sicher. Ach, Digga. Ach, ich bin dead. Inside die Ecke. Ich gehe jetzt aber weiter Richtung Lounge. Mhm. Zwei Kids direkt vor mir. Ich bin so dead, wenn die jetzt gleich zurücksprayen. Wieso kann ich mich nicht bewegen? Ja, Digga, das ist doch so lost. Das ist so lost-Spiel, wirklich. Ich pack fest. Das ist so lost. Warum? Nun neigt es sich aber auch der zweite Tag dem Ende. Wie bereits so oft erwähnt, fand dieser Vibe unter der Woche statt. Also mussten wir uns für heute geschlagen geben. Also lockten wir uns niedergeschlagen aus und hofften, dass wir am dritten Tag nochmal einiges reißen können. Day 3! Und ich wachte motiviert in einer ungerateten Base aus. Leider musste ich auch direkt feststellen, dass wir gegrieft wurden. Natürlich von unseren Freunden. RM. Des Weiteren dogcappten sie mich noch eine halbe Stunde. Ich hatte bloß leider die Aufnahmetaste noch nicht gedrückt, deswegen kann ich euch das nicht zeigen. Jetzt stand auf jeden Fall für mich das Ziel dieses Vibes fest. Diese Jungs werden geradet. Allerdings fehlte uns immer noch einiges dafür. Also wollte ich mich direkt dran machen. Gleich darauf kam Chris online. Nachdem ich ihn über alles informiert hatte, begannen wir auch unseren Grind. Als erstes mit einem Haley Takedown. Crasht er jetzt auf Ding, ja. Okay, wir haben's. Great. Was ist das für ein Heli, Mann? Die eine fehlt noch. Absolut Schrott. Wirklich anders Schrott. Nachdem der Heli wirklich mies gegeben hatte, versuchten wir es nochmal mit Bradley. Auf Abstand. Emto? Ich weiß nicht, ob wen die schießen. Die sind doch selbst am Fighten gerade. Der ist dead am Bradley. Komm. Noch ein? Ich komme jetzt runter. Und flogen zum Schluss auch noch auf Eurek. Jetzt oben drauf, links. Und swing! Das war zu spät, Bro. Das war zu spät. Hab ihn dead.
GG. Wieder nichts. Wir konnten bisher nur ein paar C4 save. Das wird auf jeden Fall nicht reichen. Und Lust, jetzt riesig das Farmen anzufangen, hatten wir beide nicht. Da fiel uns ein, dass wir noch eine Sache zu Genüge rumliegen haben. MLRS-Raketen. Die Base war weak. Und vielleicht mit einem gut gezielten Schlag könnten wir einiges an Verwüstung anrichten. Also stand der Plan fest. Wir werden den Schlag setzen. Wir bereiteten alles vor und machten uns auf, diesen Vibe mit einem Knall zu beenden. Bevor wir aber in die finale Phase dieses Videos gehen, möchte ich mich vorab nochmal bei euch bedanken. Vielen Dank, dass ihr euch dieses Video so lange geschaut habt und dass ihr immer wieder über diesen Kanal stolpert. Vielen, vielen Dank für eure netten Kommentare, für eure Likes, für euren megamäßigen Support. Dankeschön. Ich versuche weiterhin, meine Rust-Movies zu verbessern. Also, falls ihr Vorschläge habt, gerne damit ab in die Kommentare. So, lang genug rumgeschmust, back in the action. Aus dem Holzfällen. Ja. Okay, schlägt gleich ein! Get ready! Ich hab Hitmarke. Oh, es trifft voll! Okay, halbe Base ist demoliert, ich schwör's. Komm schnell! Wirklich? Ja! Es steht nur noch ein Turret. Wie weit bist du? Schon weg. Ja, okay. Die Turrets sind aus. Hier ran. Hat gut gehittet. Verdammt gut. Okay, komm. Oh mein Gott. Ich bin auf dem Weg, Bro. Warte, ich hab Bett. Oh mein Gott! Es ist voll offen!